Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es ja schon in der Videobeschreibung gelesen. In diesem Video geht es um die H7 LED Glühlampen, Glühleuchten von der Firma Osram. Die haben den riesigen Vorteil, die haben eine Straßenzulassung in Deutschland. Ich habe im Netz schon so viele Glühlampen gesehen, H7 LED. Die haben einen riesen Haken. Die haben keine Zulassung in Deutschland. Wenn ihr euch solche Dinger in eure Fahrzeuge baut und ihr fahrt damit durch die Gegend, ihr fahrt ohne allgemeine Betriebserlaubnis rum. Ich kann wirklich nur eindringlich davor warnen, sowas zu machen. Fahrt niemals ohne allgemeine Betriebserlaubnis. Die Dinger haben eine Zulassung in Deutschland. Warum mache ich das? Ich fahre einen VW Polo, Modelljahr 2018, das Modell AW. Original verbaut sind H7 Glühlampen, nichts Besonderes. Die haben die Helligkeitsausbeute, vergleichen wir die mal mit einem in die Ecke geworfenen D-Licht. Du siehst nichts. Wenn es dunkel ist, sehr schlechte Ausbeute. Schlimmer wird es noch, wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Straße nass, Regen oder was auch immer. Ich sehe da nicht mehr viel, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich habe große Hoffnung in die Dinger, dass die was bringen. Was habe ich in diesem Video vor? Ganz kurzer Aufbau des Videos. Ich möchte, erstmal packe ich mit euch gleich ganz schnell die Dinger eben aus. Dann geht es um die ABG, komme ich gleich zu. Ich werde eine Fahrt machen mit den Original H7, so wie sie in meinem Polo eingebaut sind. Das Ganze auf einer Landstraße ohne Beleuchtung. Die gleiche Landstraße fahre ich dann noch einmal mit den H7 LEDs von Osram. Und dann versuche ich euch mal zu filmen, zusammenzuschneiden. Die gleiche Strecke, zweimal gefilmt. 5 Sekunden mit den normalen Haller H7 Glühlampen. 5 Sekunden immer im Wechsel, 5 Sekunden LEDs, 5 Sekunden H7, 5 Sekunden H7 LEDs. Damit ihr seht, bringen die was, lohnt sich der Kauf oder lohnt sich der Kauf nicht. Bevor wir jetzt aber hier zu lange quasseln, ich würde vorschlagen, wir gehen zum Tisch, packen die Dinger eben aus. Bevor wir aber starten, kleiner Tipp für euch. Den YouTube-Kanal TV Solution empfehle ich euch zu abonnieren. Einfach oben auf das Abonnierzeichen drücken und schon ist der Kanal abonniert. Falls es den einen oder anderen interessieren sollte. Ich habe auch ein Video, Blitzerwarner 2020-2021. Könnt ihr euch ja mal anschauen, ist vielleicht ganz interessant. So, jetzt aber ab zum Tisch und jetzt packen wir die Dinger erstmal aus. Und dann wollen wir jetzt mal die Kiste erst einmal öffnen. So ist der Lieferumfang. Schauen wir nach, was alles drin ist. Erstmal ein Aufkleber für den Motorraum eures Fahrzeugs, wenn ihr die H7 LEDs eingebaut habt. Dann haben wir hier Montageanleitung, aber das ist ja von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Und so sind die verpackt, so kommen die bei euch an. Ich nehme die mal eben raus, da könnt ihr sie auch noch mal eben sehen. So. H7 LED, drehen wir sie einmal rum, so sehen sie aus. Hier haben wir den Sockel, Aufnahme einer normalen H7 Glühlampe. Anschluss ans Fahrzeug. Ich bin mal gespannt. Laut Osram soll es hier keine Veränderung geben müssen an meinem Fahrzeug. Wie gesagt, ich fahre den VW Polo Modell AW. Ich bin mal gespannt, ob mir das Bordnetzsteuergerät, wenn ich die eingebaut habe, eine Fehlermeldung reinwirft. Bevor ihr jetzt aber zum Auto rausgeht, wenn ihr die bekommen habt, ladet ihr euch bitte erst die ABG herunter. Wenn die gerade nicht lieferbar ist, die Seite nicht läuft von Osram oder was auch immer, habt ihr die eingebaut, aber ihr dürft nicht fahren, weil ihr keine allgemeine Betriebserlaubnis habt. Dazu müsst ihr hergehen. Hier, ich halte mal eben was zu. So, hier ist auf der Verpackung ein kleiner QR-Code. Einscannen, der leitet euch direkt weiter nach Osram. Dann taucht hier unter meinem Finger jetzt eine Zahlen-Buchstaben-Kombination auf, 7-stellig. Die müsst ihr eingeben. Dann prüft die Seite von Osram die Seriennummer auf euren Glühlampen. Und wenn die stimmt, hier ist so eine kleine Nummer drauf, irgendwo hier, die müsst ihr auch eingeben. Und wenn die Nummer stimmt, dann könnt ihr euch erst die ABG herunterladen. Da ist sie. Um an diese ABG zu kommen,
Die Glühlampen müssen nicht personalisiert werden. Ich habe jetzt also keinen Namen, Fahrgestellnummer, was auch immer eingeben müssen. Nur die Nummer der Verpackung zu dem Verpackungsinhalt, zur Nummer der Glühlampe. Dann bin ich an diese ABG gekommen. Die ist im Übrigen zehnseitig. Die kommt gleich in meine Fahrzeugunterlagen zu meinem Bordbuch. So, bevor ich jetzt mit dem Einbau beginne, würde ich sagen, starte ich jetzt mal eben zu meiner Fahrt Landstraße mit den Original H7 Glühlampen. Und jetzt fahren wir auf die Landstraße, die ich ja gerade schon erwähnt habe. Aktuell haben wir noch die normalen H7 Glühlampen verbaut. Hier seht ihr jetzt mal die reelle Sicht bei Dunkelheit ohne Straßenbeleuchtung. Links, rechts ist okay, aber in die Ferne hinaus, da sehen wir eigentlich jetzt nicht viel. Vielleicht 50 Meter vorm Fahrzeug, würde ich sagen. Hier dürfen wir im Übrigen 70 fahren. Mein Limiter steht genau auf 70. Das heißt, wir können auch, das Auto fährt jetzt aktuell nicht schneller als 70 km/h. Ihr seht die Sicht selber. Ich bin gespannt, wie das gleich mit diesem Nightbreaker LED H7 Leuchten aussieht. Ich lasse es noch mal eben ein paar Sekunden so laufen. Den Scheinwerfer meines Polos, den habe ich mal eben schnell ausgebaut. Ich wollte euch jetzt hier nicht noch zeigen, wie man den am Polo ausbaut. Das Video ist ja für viele Fabrikate. Ich setze euch mal eben oben in die Ecke den Link dazu, wie man den Scheinwerfer an dem VW Polo Modell AW ausbaut. Hier haben wir jetzt das Phänomen bei dem Polo. Dort haben wir Abblendlicht, hier haben wir Fernlicht. Wir tauschen jetzt natürlich die Abblendlichtbirne, die werden wir ausbauen. Und zwar lege ich den mal eben auf den Rücken. Hier sitzt das Ding drunter. Ich setze die Kamera mal eben aufs Stativ und dann zeige ich euch das ganz genau. Wir haben ja hier außen das Abblendlicht, das alte H7 Leuchtmittel drin. Hier bei dem VW Polo ist es so, hier ist so eine kleine Gummikappe drauf. Die verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die muss auch hinterher wieder drauf, lasst die nicht ab, sonst habt ihr irgendwann Feuchtigkeit im Scheinwerfer. Bei dem VW Polo ist es hier ganz einfach, die Glühlampe auszubauen. Die wird einfach nur über diese Klemmvorrichtung wird die festgekrallt. Bei euch ist es eventuell so, dass ihr einen kleinen Bügel zur Seite legen müsst, nach oben klappen müsst, wie auch immer. Schaut es euch genau an. Ansonsten fragt in eurem Autohaus eures Vertrauens nach Hilfe. So, hier brauchen wir nur hergehen, einfach leicht anheben und schon haben wir die Glühlampe raus. Die können wir einfach abnehmen. Bitte tut euch selber einen Gefallen, wenn ihr die Glühlampe irgendwann nochmal gebrauchen wollt, packt nicht auf die Glasfläche. Das machen wir nicht. So, jetzt gehen wir her, nehmen uns ein Osram Nightbreaker LED-Leuchtmittel. So sehen die Dinger jetzt aus. Auch hier haben wir die gleiche Rastnase wie gerade. Ich zeige sie euch mal eben an der anderen H7, an der alten. Hier ist diese Rastnase, sieht komplett gleich aus. Hier seht ihr es jetzt am besten. Alte Leuchtmittel weg. Bevor wir jetzt die Glühlampe einsetzen, müssen wir erstmal bei dem Polo, ist es auf jeden Fall so, sehen, dass wir den Stecker da reinkriegen. Ein zusammenstecken. Und jetzt müsst ihr sehen, dass hier das Kabel vorsichtig an der Seite vorbeiführt, sodass ihr natürlich dann auch gleich noch Platz habt, damit das Leuchtmittel dort auch hineingesteckt werden kann. So, hier haben wir es jetzt drin. Jetzt muss diese Rastnase in die richtige Position. So, und jetzt seht ihr es wieder richtig gut. Einfach nur einbauen. Fertig, das war's. Kabel zur Seite. Dann hatte ich ja gerade gesagt, tut euch selber einen Gefallen und vergesst diese Kappe nicht. Die muss jetzt wieder drauf. Und das war der gesamte Einbau der Glühlampe an diesem VW Polo. Schauen wir uns das mal an, wie das so aussieht. Könnt ihr das soweit erkennen? Ihr könnt es halbwegs sehen.
Ja, doch, da, jetzt sieht man sie ganz gut. Und das war's. Jetzt gehe ich zum Fahrzeug, setze den Scheinwerfer wieder ein. Dann schauen wir uns mal an. Das ist jetzt die linke Seite, die Fahrerseite. Einfach mal Vergleich. Rechte Seite Beifahrerseite zur linken Seite LED. So, ich steige mal ein. Wir haben den linken Scheinwerfer wieder eingebaut. Was ihr jetzt dort vorne seht, ist mein Tagfahrlicht. Bewegungsmelder von der Eingangstür ist gerade, hat das Licht ausgeschaltet. Ich schalte jetzt mal die Zündung ein und dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht einen kleinen Unterschied sehen. Oh ja, oh ja. Komm, wir steigen mal aus. Ja, ja. Papa kommt gleich wieder, Bolo. So. Ja, das ist doch mal ein Unterschied. Jetzt schaut euch das mal an. So, ich leuchte mal einfach in diesen Scheinwerfer hinein. Bringt jetzt nicht viel in dem Video, weil es eh nur alles hell und blendend. Boah, obwohl, nee, Freunde. Das ist doch mal ein Unterschied. Das ist ja unglaublich. Guckt euch das mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist doch mal der Wahnsinn. Jo, jetzt will ich vorschlagen, baue ich die zweite Glühlampe ein, montiere den Aufkleber, packe die ABG ins Auto und dann wollen wir mal losfahren. Und jetzt fahren wir die gleiche, identische Strecke mal mit den Nightbreakern. Phänomenaler Unterschied. Wieder mein Limiter auf 70 km/h. Alles viel besser, deutlich heller zu sehen. Ich freue mich jetzt schon, ich fahre diese gleiche Strecke noch einmal jetzt gleich und setze euch, wie am Anfang versprochen, alle 5 Sekunden alte H7, neue LED, alte H7, neue LED, immer im Wechsel. Letzte offene Frage möchte ich natürlich auch noch beantworten. Bekommen wir eine Fehlermeldung, weil wir Leuchtmittel eingesetzt haben, die vielleicht vom Widerstand her nicht passen? Probieren wir es mal aus. Auto läuft. Und keinerlei Fehlermeldung. Nö, keine Fehlermeldung, dass hier ein Leuchtmittel eventuell als defekt angezeigt wird. Oder was auch immer. Tja, das war unser Video. Osram Nightbreaker LED H7. H7 LED. Ich fahre natürlich morgen noch zum
VW-Autohaus, lass meine Scheinwerfer nochmal die Einstellung überprüfen. Das natürlich, achtet bitte drauf, wenn ihr die bestellen wollt, in die Kompatibilitätsliste bei Osram nachschauen. Und ihr müsst auch nachschauen, ob ihr eventuell einen kleinen Adapter braucht. Steht aber alles auf der Seite von osram.de. Wenn ihr kauft, unten in der Videobeschreibung ist ein Kauflink. Wenn ihr über diesen Kauflink bestellt, kriege ich eine minimale Provision. Würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, würde ich mich auch unwahrscheinlich drüber freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Kanal abonnieren, hatte ich schon erwähnt. Jetzt bleibt nur noch eins. Mich bedanken bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos.